Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge des Risen 3 Let's Plays, wo wir gerade die eine Dame von hier oben befreit haben und sie zum Gasthaus zurückgebracht haben. Wir jetzt aber den Rest hier oben noch erkunden wollten und wir sollen noch mit Finn reden. Ich bin hier den Weg so runtergelaufen. Das heißt, wir können noch mal kurz hier gucken und dann hier reingehen und das hier alles noch. Wie ging das denn? Ich laufe nach oben und sind dann auch quasi, wenn wir das erkundet haben, da oben, fertig mit diesen Teil von Caldera. Und ich bin... sehr gespannt, ob Eltrich da noch irgendwas sagt oder ob wir dann wirklich als Papagei auf die andere Seite fliegen müssen, um weiterzukommen. Warum auch immer dieser Vogel hier rumgerannt ist. Eigentlich hätte ich ja keiner sein müssen, dürfen, sollen, aber ach egal. Vielleicht haben wir auch irgendwie Respawn manchmal. Ich bin da ja wie immer nicht ganz im Bilde, wann hier was, wie viel respawnt. Ich habe das Spiel übrigens nicht neu geladen. Jetzt während der letzten Folge und dieser. Schon mal ganz kurz 5 Minuten mit meinem Handy rumgepimmelt. Aber an sich habe ich nicht neu geladen und bin für euch gefolglich hier runtergegangen. Und da waren die Viecher noch nicht hier. Also, na gut. Na gut. So. Alles klar, die haben sich einfach nur bewegt, weil die Tageszeit vermutlich ein bisschen geändert. Macht er tatsächlich. So. Da oben wäre die andere Ecke. Wir gehen kurz da runter. Los, schlitzen wir ein Paket auf. Eigentlich wollte ich ja die Kleinen hier hauen, aber wie sagte erstmal nein. Und wir müssen hier unbedingt aus dieser Ecke ein Stückchen raus. So ist besser. Und ich muss mich heilen. Eieiei. Wie war das? Kämpfen läuft gut, ne? Also gut, wir haben eine neue Folge, aber trotzdem sollte es eigentlich nicht so schlecht laufen. Mann, Mann, Mann. So, hier einmal das Ding. Noch fix abhacken. Was ja am Ende auch nur Gold ist. Jetzt gehen wir zuerst einmal hier außen rum. Bevor ich jetzt hier das kleine Stückchen da war, glaube ich nichts. Hier ist auch nichts zum Looten weiter. Gut, dann euch 3, 4. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Glaubst du nicht, dass ich zum Schluss nochmal Hits fresse? Es war gut, dass die hier nicht mehr dazugekommen sind, die Scavenger. Aber geh mir trotzdem am Ende auf den Sack. Mann, Mann. Wie ich gesagt habe, sie gehen mir trotzdem am Ende auf den Sack. Das Schafauge können wir gleich nach essen. Das erhöht Werte. Wir müssten ja auch theoretisch kurz vom Level-Up sein. Ja, habe ich richtig im Kopf. Fähigkeiten, nicht Fähigkeiten. Benutzbares. Benutzbares. Liebeskraut, okay. Ach, das Schafauge kann man gar nicht essen. Da war ich falsch im Kopf. Aber wir haben Liebeskraut. Attribute, Fingerfertigkeit, das wollte ich ja eigentlich erhöhen, damit wir Schlösserknacken auf 50 haben, weil wir hätten, glaube ich, 2 Schlösser hatten wir. Wir hatten hier hinten das Schloss, da. Ich bin der Meinung, hier oben war noch irgendwo ein Schloss. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Wie ich gesagt habe, manchmal vergesse ich ein paar Schlösser. Ein paar Kisten.
Okay, die Welt jetzt nicht unter, aber das wäre so dann noch, wo ich sage, da können wir ja einmal noch fix hinlaufen. So, hier oben ist Finn, mit dem wir reden sollen. Und jetzt will ich nur ganz kurz gucken. War hier noch irgendwas? Nein, das hatte ich doch alles erkundet, ne? Auf dem Baum war ich, genau, da war ich auch, ja. Was ist das da oben? Seht ihr das? Weil ihr seht es mittlerweile alle, aber was ist das? Also dafür, dass das so aussieht, als würde es runterfallen, ist es da oben in der Luft hängen geblieben. Na gut, egal. Wir gehen hier oben hin. Und als ob hier unten weiß ich noch, dass ich einmal vergessen habe zu looten. Das Ding da, den Pilz. Und hier muss ich jetzt gucken, ob ich alles loote oder ob ich nicht alles loote, weil eigentlich sieht das hier aus eher so, als würde das hier jemandem gehören. Deswegen sind wir jetzt mal hier noch ein bisschen vorsichtig mit looten. Ne, das könnte man hier ja alles mitnehmen, aber nee. Gut, ah, hier ist Fenn. Ja, gut, wenn Fenn hier schon rumsteht, dann... Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wird zahlen. Was ist hier passiert? Der Tod kam sie holen, der Bastard. Diese verdammten Schatten greifen schutzlose Bauern an. Erzähl mir mehr über den Angriff. Da gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Den Spuren nach hat hier ein ziemlich großes Biest gewütet. Muss sie im Schlaf überrascht haben, das feige Schwein. Die hatten keine Chance. Was weißt du über den Hof hier? Hier hat der Bauer Wolfsson mit seiner Familie gelebt. Aber von denen ist nichts mehr übrig. Nur die Magd Eona konnte entkommen. Bin auch nicht dazu gekommen, nach ihr zu sehen. Musste erst die Leichen bestatten. Um Eona brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sie ist wieder in Sicherheit. Gut. Ich habe zwar nicht viel, was ich dir für diesen Dienst geben kann, aber nimm das. Hab es im Hof gefunden und die Vorbesitzer brauchen es nicht mehr. Für mich gibt es hier jetzt nichts mehr zu tun. Ich kehre zur Zitadelle zurück und werde meditieren. Ja gut, dann kann ich hier ja auch alles looten, ne? Dann brauchen wir ja uns nicht lange Gedanken machen, ob wir jetzt hier... looten oder nicht looten, wenn eh alle tot sind, dann looten wir hier alles. Dann plündern wir die Scheiße aus allen raus. Die Quest haben wir auch erledigt. Jetzt könnten wir das erhöhen. 4000. Das mache ich jetzt auch. Und dann könnten wir jetzt uns noch auf den Weg zu der einen Kiste machen, wenn wir wollten. Weil Schlösserknacken jetzt 50 ist. Ist noch die Frage, ob wir das wollen. Ich würde aber sagen, ja. Dann wäre jetzt der folgende Gedankengang. Wir plündern jetzt hier noch alles. Hier. Dann machen wir uns auf den Weg zu dahin. Ich glaube, hier war auch noch eine Kiste. Bin ich mir nicht sicher. Dahin plündern die. Danach gehen wir in die Zitadelle, reden mit Eltrich. Und danach fliegen wir als Papagei hier rüber und gehen hier erkunden. Und hoffen, dass wir hier drüben einen Teleporterstein finden. Der uns es ermöglicht, ohne Papageienflug dauerhaft dort hin und her zu reisen. Das ist zumindest in meinem Kopf der Plan. Hier, dich kann ich töten, ich brauche das Essen. Euch wird eh keiner mehr helfen, dann kann ich euch auch alle töten hier. Hätte ich gar nicht gesehen. Da können wir hochklettern, macht das Sinn? Nee, eigentlich nicht. Oh, Wasser. Was passiert, wenn ich jetzt aus dem Wasserfass trinke? Wie viel HP werden wiederhergestellt? Komplett, aber über Zeit. Alles klar. Das heißt, so ein Wasserding ist immer gut. Also wenn ich mal Wasserfass sehe, sollte ich draus trinken. Hier, perfekt. Schloss. Können wir gleich mal ein 50er Schloss knacken? Wir gucken erst in die Hütte rein, ob da noch jemand ist. Aber da wird vermutlich keiner drin sein. Es sollen ja alle tot sein. Von daher... Können wir die Kiste da eigentlich aufmachen?
Und hier würde ich jetzt auch einfach alles Mann, mitnehmen. Mann, wenn deine Hütte so aussieht, hattest du die falschen Gäste auf der Liste. Ja. Dem würde ich jetzt nicht widersprechen. Der zerbrochene Dietrich, ist das ein... Dingens? Sammlungsitem? Ja. Besser Knack plus 10. Oh Mensch, da haben wir jetzt ja richtig viel. Wie habe ich denn da jetzt? 62 haben wir da jetzt. Ha, da geht ja schon gut was ab. Okay, gut, hier haben wir noch ein Herz zum Braten. Nutzen wir auch noch fix. Gespeichert und dann... Es hat sich definitiv gelohnt, hier reinzugucken. Machen wir hier noch die Kiste auf. So, sollte ich es erklären? Also, ich erkläre es einmal, weil es das erste Mal ist, dass wir ein etwas komplizierteres Schloss haben. Der Trick ist, dass man hier die richtige Reihenfolge finden muss. Und wenn man die richtige Reihenfolge gefunden hat, bleiben die Dinger oben. Ne? Also jetzt ist das oben geblieben, jetzt wenn ich ja nach hinten gehe, bleibt der noch oben, der bleibt oben und falsche Reihenfolge. Und jetzt muss man hier durch Ausprobieren die richtige Reihenfolge finden. Das ist auch falsch gewesen, also vermutlich die richtige Reihenfolge wäre jetzt. Also der dritte zuerst, dann der zweite, dann der vierte, dann der fünfte, jetzt der erste und jetzt der letzte. Und dann ist auf. Das ist so das, was man hier rauskriegen muss durch hin und her schieben. Das klingt im ersten Moment manchmal etwas schwierig, wenn man es aber verstanden hat. Ist es eigentlich nicht weiter schlimm. Und sorgt dafür, dass man halt eigentlich easy die Kisten nebenbei aufmacht. Wenn man einmal, wenn man so ein bisschen zwei verstanden hat, kriegt man die Kisten hier auch auf. Was wollte ich jetzt wissen? Ich hatte gerade das hier Runenhaut. Ohne der Stärke. Beeinflusst Wirkungsdauer. Mich würde interessieren, wie lange? Ich meine, das Ding macht mich ja nicht dauerhaft stärker, oder? Einmal speichern. Macht es das? Das wird nichts. Nein. Okay, dann nicht. Gut, dann auf nach da lang. Ich würde vorschlagen, dass jetzt der erste Moment ist, wo wir mal sinnvoll Teleporter nutzen, oder? Wollen wir Teleporter nutzen? Wir können auch laufen. Es ist echt kein weiter Weg. Die beiden Kisten aufmachen, wir laufen dann jetzt echt noch relativ viel. Komm, wir laufen. Wir nutzen keine Teleporter. Oder nur eine Kiste, je nachdem, wie weit ich mich da jetzt in meinem Kopf verrannt habe. Und ganz ehrlich, also bis auf diese eine Kampf hier oben, wo auch hier dieses Portal ja schon wieder geschlossen wurde, war es jetzt eigentlich gar nicht so hardcore, wie ich im ersten Moment erwartet hatte. Ich hatte echt gedacht, das wird richtig knivelig? Richtig schwierig, hier alles zu erkunden, aber eigentlich war es so, jo, ach ne, kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. So, ich bin der Meinung, hier war irgendwo eine Kiste versteckt. Die kann entweder hier unten schon stehen und ging nicht auf. Oder wenn sie hier nicht ist, dann ist sie dort unten. Und dann gehen wir da fix hin. Und ich glaube, hier unten war eine. Entweder hier drinne. Ja, eine 90er-Kiste. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Kiste habe ich mir richtig gemerkt, aber es war eine 90er, keine 50er-Kiste. Und jetzt will ich nach da unten. Komme ich da bis ins Wasser? Geronimo! Komme ich nicht. Muss man auch mal testen. Gut, dann außenrum. Also die Kiste geht nicht auf. Schade, schade. Dann einmal hier außen lang. Ach ja, da tut sich der Weg dann doch noch etwas länger strecken als im ersten Moment geplant.
Ich finde es witzig, an wie vielen Speichertriggerpunkten ich hier jetzt schon vorbeigelaufen bin. Die mir eigentlich egal sein sollten. Aber ich hätte tatsächlich weniger Speicherpunkte erwartet. Automatische Speichertriggerpunkte, als sie jetzt hier schon von alleine gekommen waren. Also ich hätte eigentlich eher sowas erwartet, wie das Spiel speichert immer über Zeit, so alle 5 Minuten oder sowas, aber nee. Gut ist nicht, das Spiel speichert, wenn man an gewissen Punkten langläuft, was eigentlich auch sinnvoller ist. Braucht nicht alle Zeiten einen Speicherpunkt, aber ja, it's interesting. So, wir haben Bones verloren, das ist aber egal, der kommt irgendwann. Und hier war die Kiste, die ich aufmachen wollte. Diese hier. So muss ich erst wieder die Reihenfolge rauskriegen. Es ist auch dieses Mal nicht die gleiche Reihenfolge wie von der vorherigen Kiste, sondern es ist ein bisschen gedreht. Ja, nichts Besonderes. Hat sich nicht gelohnt. Da ist Bones. Laufen wir jetzt da lang? Oder laufen wir hier so runter? Weil es ist eigentlich am Ende egal. Interessant wäre die Frage, ob ich hier oben irgendwo noch eine Kiste hatte, die ich nicht aufgemacht habe. Aber eigentlich kann es mir egal sein, wenn ich da jetzt eine Kiste übersehe, dann... So, jetzt gehen wir auf zu Eldrich, reden mit Eldrich. Denn wenn wir nochmal sagen, müssen wir noch 2, 3 Leute hier zurückgeholt haben. Ich glaube, 2. 2, genau. 2 haben wir zurückgeholt. Und vielleicht haben wir dann schon genug für die Gemeinschaft getan, was ich nicht glaube. Ansonsten geht es dann auf die andere Seite via Papageienflug. Und da drüben versuchen wir dann, das grüne Feuer zu entfachen und eine Teleporter-Plattform zu finden, damit wir schneller zwischen diesen beiden Punkten hin und her reisen können. Das war so nicht geplant, hier hoch. Laufe ich jetzt hier lang? Ja, komm, ist egal. So, das war hier der Typ, bei dem wir das Trophäensammeln gelernt haben. Wo ich bis heute nicht weiß, ob wir jetzt schon die ersten Trophäen gefunden haben, weil ich ihm einfach alles gelootet habe. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass ich einiges mehr gelootet habe und es sich meines Erachtens nach gelohnt hat. Ich glaube, wenn wir hier durch den Fluss watscheln, war schneller. Ja, definitiv. Wir haben leider keine Ausdaueranzeige. Das wäre irgendwie cool. Man kann ja so sprinten, ne? Und da hört er irgendwann auf mit Sprinten, wenn er keine Ausdauer mehr hat. Und macht dann so kurz das hier. Und dann kann man auch, wenn man dann wieder anfängt zu sprinten, erstmal nicht mehr kurzzeitig sprinten. Und wir haben dafür keine Anzeige. Das wäre irgendwie für mich noch angenehm gewesen, wenn ich eine Anzeige hätte, wie lange ich noch sprinten kann. Ich weiß jetzt keinen Weltuntergang, was wir es nicht haben, aber irgendwie wäre es schön gewesen. Weiß auch nicht. So, da beenden wir unsere Folge fast in der gleichen Ecke, wo wir sie angefangen haben. Im Gasthaus. Wir brauchen jetzt hier noch nicht handeln. Ich muss jetzt nicht irgendwelche Sachen verkaufen. Falls ich tatsächlich gleich Sachen lernen will und Gold brauche, kann ich das immer noch tun. Momentan sehe ich das als nice to have an. Haben wir eigentlich Gold wieder bekommen? Ne, haben wir nicht wirklich viel. 334 haben wir. So, und ich würde aber vorschlagen, wir reden nächste Folge mit Eldrich, nicht diese Folge. Ich meine, der wird nichts Besonderes sagen. Ich werde ihm nur sagen, dass der wieder da ist und der wieder da ist und der wieder da ist. Aber, ne? Und nachdem wir das gemacht haben, werden wir, wie gesagt, mit Papageienflug versuchen, darüber zu kriegen. Wenn das nicht geht, dann werden wir woanders erkunden gehen, je nachdem. Wir werden genug zu tun. Auch wenn wir keinen Grund haben, das zu machen. Aber egal,
mit dieser Info gehen wir jetzt erstmal in die nächste Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, schreibt mir Feedback. Ich freue mich für den Scheiß und sagt mal zum Schluss: Tschüss mit Ö!